Ich glaube, es ist für viele Pfleger und Pflegerinnen eine der größten Herausforderungen zu akzeptieren, wenn ein Bewohner oder ein Patient etwas nicht so möchte, wie man selbst es sich für diesen vorstellt oder wie man es beauftragt bekommen hat. Hallo Melanie, ich bin die Jasmin und meine Frage wäre, wo die Grenze liegt zwischen Fürsorge und Autonomie, also die Selbstbestimmung der Bewohner, Patienten, Klienten und so weiter. Und zwar übrigt sich die Frage mir total oft bei uns in der Wohnungslosenhilfe, weil wir ja viele psychisch kranke Patienten auch haben, die zum Beispiel ihre Tabletten nicht nehmen wollen und ich weiß aber, mit den Tabletten wird ihnen besser gehen, aber natürlich will ich sie nicht zwingen, ihre Tabletten zu nehmen. Und auch viele Alkoholkranke zum Beispiel, die trinken wollen, was deren Bedürfnis ist und das soll man ihnen ja erlassen. Aber ja, am Alkoholiker dann Alkohol zu geben, ja, ich glaube, das erklärt meine Frage ganz gut und ich sage schon mal danke für deine Antwort. Hallo liebe Jasmin, danke, dass auch du so mutig warst, mir eine Frage zu stellen und dabei Gesicht zu zeigen. Wie bei vielen ethischen Themen wirft auch deine Frage gleich viele weitere Fragen auf. Und zwar bleiben wir gleich mal bei der ersten, wo ist die Grenze zwischen Fürsorge und Selbstbestimmung? Also es gibt in der Pflege einmal keine Fürsorgepflicht. Das ist jetzt nicht gesetzlich verankert, aber natürlich haben wir eine pflegerische Verantwortung. Und zum Thema Selbstbestimmung, das ist natürlich ein grundsätzliches Menschenrecht, dass ich selber über mich, über meinen Körper bestimmen darf. Und da stoßen wir in der Pflege sehr oft an unsere Grenzen. Wenn wir jetzt zum Beispiel einen Heimbewohner haben, der sehr ein starker Alkoholiker ist, dann ist natürlich oft die Frage, inwieweit ist es gut für ihn, dass man ihm dann auch noch Alkohol gibt und inwieweit ist es auch sein Recht. Und es gibt da bestimmt keine ganz klare Grenze. Trotzdem ist es gut, das zu hinterfragen und einem Team gemeinsam zu besprechen und auch gemeinsam mit dem Bewohner da einen Weg zu finden, den man gut gemeinsam gehen kann, ohne dass sich der Bewohner zu sehr oder überhaupt in seinem Selbstbestimmungsrecht beschnitten fühlt, also dass er schon das Gefühl hat, er kann selber entscheiden, aber gleichzeitig wir als Pflegende auch nicht das Gefühl haben, wir müssen da jetzt zuschauen, wie dieser Mensch sich selber kaputt macht. Und allein dieses Beispiel wirft schon ganz, ganz viele Fragen auf und auch Gefühle in uns selber. Denn es ist oft sehr leicht, von außen etwas zu beurteilen oder bewerten und zu sehen, dieser Mensch schadet sich selber mit seinem Verhalten. Trotzdem, wenn wir jetzt an unser eigenes Leben denken, bin ich mir sicher, dass jeder von uns einiges finden wird im Bereich Ernährung, Sport, Konsum von Suchtmitteln, Zigaretten, Konsum von Medien, wo er sagt, da ist mein Verhalten nicht gesund. Aber trotzdem mache ich es. Und da gibt es für mich einen ganz wichtigen Blickwinkel oder Aspekt, unter dem ich immer versuche, auf unsere Bewohner zu schauen, auf Patienten, Klienten. Und zwar ist es der subjektiv empfundenen Lebensqualität. Das heißt, wenn ich die Angewohnheit habe, jeden Abend mein Feiertagsbier zu trinken und danach noch 4 Stunden vor dem Internet sitze oder vom Fernseher und ich das Gefühl habe, das tut mir gut, dann ist es aus meiner Sicht etwas subjektiv empfundenes Positives.
Wenn jetzt jemand in mein Leben kommen würde und mir da ständig erzählt, wie ungesund das ist und ich soll doch meinen Abend aktiv verbringen und soll da mich bewegen und soll da auf jeden Fall nur mehr Wasser oder Tee trinken und es passt überhaupt nicht in mein Lebenskonzept oder in das, wie ich mich momentan fühle, dann wird das nichts in mir verändern und ich werde dadurch nichts verändern. Im Normalfall wissen wir ja alle selber, was wir tun, was nicht wirklich zu unserem höchsten Wohl ist und trotzdem tun wir es. Es ist sehr wichtig für uns als Pflegende, nicht nur unsere Perspektive einzunehmen, sondern auch die Perspektive des zu Pflegenden. Das bedeutet, dass nur weil wir etwas von außen erkennen, dass es idealer sein könnte, heißt es nicht, dass dieser Bewohner oder Patient es auch so möchte. Und gerade bei Suchterkrankungen ist es ja doch so, dass jemand, wenn er schon schwer in der Sucht ist oder im Suchtverhalten, hat er schon einen sehr langen Weg hinter sich und die meisten haben auch schon mehrmals versucht, ohne den Konsum dieses Produktes auszukommen. Und wenn wir dann daherkommen und sagen, naja, du kriegst jetzt keinen Alkohol, es ist ungesund, einen zu trinken, es schadet dir. Wenn wir da so quasi als Pädagogen oder Richter auftreten, dann werden wir überhaupt nichts erreichen und das ist ja nicht unsere Aufgabe. Unsere Aufgabe als Pfleger ist eben, diesen Menschen seine Selbstbestimmung zu lassen und seine Entscheidung, welchen Lebensweg er oder sie gehen möchte. Wenn wir jetzt zum Thema Selbstbestimmung gehen, ist natürlich wieder die Frage, wie selbstbestimmt ist jemand, der suchtkrank ist? Denn wenn schon mein ganzer Körper schreit nach dem Konsum dieser Substanz, wie selbstbestimmt kann ich da nur sein? Und natürlich, umso weiter jemand fortgeschritten ist und umso mehr Folgeerkrankungen man zum Beispiel hat, bis hin zu Alkoholdemenz, umso schwächer wird dieser Anteil in einem, den man Selbstbestimmung nennt. Trotzdem würde ich das nicht komplett ausschließen. Einfach aus dem Grund, weil ich schon sehr oft erlebt habe, wenn Menschen von außen bedrängt werden, ihr Verhalten zu ändern und sie sich auf das einlassen, ist es meistens nur für kurze Zeit, diese Änderung, und dann kommt man wieder in das alte Schema. Wenn Menschen wirklich von innen intrinsisch motiviert sind, etwas zu ändern, ohne dass von außen irgendjemand einen Einfluss drauf hat, einfach weil man selber erkennt, so möchte ich nicht mehr leben, dann haben wirklich schon viele Menschen, die es abbrechen können, aus der Sucht rauskommen können und einen neuen Lebensweg einschlagen. Ich denke mal, es ist sehr wichtig, dass wir da jeden Fall individuell und einzeln betrachten und nicht, wenn wir zum Beispiel auf einer Pflegestation sein, ein Konzept allen Bewohnern, Bewohnerinnen, Patienten überstülpen. Denn was dem einen helfen könnte oder hilft, kann für den anderen das Verkehrte sein. Deswegen gibt es auf keinen Fall die Antwort, kontrolliertes Trinken, Trinken ohne Ende oder Abstinenz. Und schon gar nicht, wenn man in einem Pflegeheim ist. Weil Pflegeheim ist normalerweise der letzte Ort, der letzte Wohnort. Und da soll man sich doch bitte wohlfühlen können und nicht die ganze Zeit begrenzt. Es ist einfach bei jedem Einzelnen zu überlegen, wie kann man diesen Menschen optimal begleiten, sodass er sich zumindest größtenteils selbstbestimmt fühlt und wir als Pflegende aber auch unsere pflegerische Verantwortung wahrnehmen und das Gefühl haben, dass dadurch, dass wir jetzt für diesen Menschen als Pflegende da sein, dass sich sein Leben besser gestaltet, als wenn er ohne uns wäre.
Und was mir auch sehr oft auffällt, ist in der Pflege, also wir lernen ja in unseren Ausbildungen, okay, das wäre die optimale Versorgung, wenn es dieses Problem gibt, wenn das ist, dann machst du das, wenn, dann, wenn, dann. Aber etwas ist mir dabei oft aufgefallen, was fehlt, und zwar, wir arbeiten ja mit Menschen. Und jeder Mensch ist anders. Man wird nicht drum herumkommen, sich auf diese Menschen als Menschen einzulassen und sie nicht als Patienten XY, Patienten Z zu sehen, sondern das ist der Mike, das ist der Franz, das ist die Anna. Dass sie haben Namen, die Menschen, die haben Geschichten, die haben Persönlichkeiten und die haben individuelle Wünsche und individuelle Ressourcen. Und deswegen ist das Wichtigste, wenn wir im pflegerischen Kontext mit diesen Menschen sein, ins Gespräch zu gehen, diese Menschen zu beobachten und mit ihnen gemeinsam einen Weg zu finden. Wenn ich mit einem Bewohner vereinbare, okay, du darfst auf unserer Pflegestation jeden Tag viermal ein Gläschen Wein trinken. Und wenn du jetzt aber mehr trinken möchtest, dann verlass die Station und dann ist es also dann musst du selber dir den besorgen außerhalb der Station und musst da draußen trinken. Dann habe ich ja mit dem schon eine Vereinbarung gemacht, wo er, obwohl er bei uns begrenzt wird, trotzdem noch die Selbstbestimmung hat, wenn er jetzt mehr trinken möchte, hinauszugehen. Und das mache ich mit dem Bewohner gleich am Anfang aus, wenn er auf die Station kommt oder wenn man einfach eine Zeit da ist und man merkt, okay, so funktioniert es nicht. Wieder Gespräch suchen, schau, wie können wir das besser gestalten, dass wir gemeinsam einen Weg gehen, wo wir uns als Pfleger auch noch gut fühlen und du dich aber auch nicht von uns beschnitten fühlst und es deiner Gesundheit dienlich ist, was ja auch unser Job ist. Und auf diese Art wird es auch nicht funktionieren, dass plötzlich alle abstinent sind und diese ihren Tag so leben, wie wir es von außen gerne hätten. Aber es wird eine Beziehung zu diesen Menschen aufgebaut und dieser Mensch erfährt von uns Verständnis für seine Lebensweise. Und auch eine Sucht zu leben ist eine Lebensweise. Und es geht ganz viel für uns darum, als Pfleger und Pflegerinnen das Verhalten und die Verhaltensweisen der Patienten, Bewohner, Klienten zu akzeptieren. Es ist oft für sehr viele Pfleger, für uns Pfleger sehr schwierig zuzuschauen, wie sich jemand selber zugrunde richtet. Und trotzdem haben wir nicht das Recht, dermaßen in das Leben einzugreifen, dass der es nicht macht. Es ist eine immense Gratwanderung für uns, den Bewohner, die Patientin zu unterstützen, ohne in die Persönlichkeitsrechte des Menschen einzugreifen, außer es geht natürlich um einen akuten Notfall. Also wenn jemand in Lebensgefahr ist, das nehme ich aus. Es geht jetzt um den ganz normalen Alltag. Jetzt gibt es natürlich die eine Seite, dass dieser Mensch schon sein Leben leben darf, dass ich für mich auch als Pfleger lernen darf, das auszuhalten und zu akzeptieren, wenn dieser Bewohner oder Patient diesen Weg für sich entschieden hat. Und trotzdem greift ja dieser zum Beispiel Alkoholkonsum direkt in mein Leben ein. Das heißt, mir erschwert es die Arbeit der Pflege. Weil natürlich es durch diesen Alkoholkonsum öfter zu Stürzen kommt, öfter zu Inkontinenzvorfällen kommt, das Bett in der Nacht öfter eingenässt ist und so weiter. Oder vielleicht auch noch das Verhalten sich des Bewohners ändert, weil er aggressiv wird. Und da bin ich wieder genau am Anfang. Ich komme immer nur auf diesen Punkt. Es ist individuell anzuschauen, es ist mit dem Bewohner sich, heißt es, sich immer wieder auseinanderzusetzen und auch gemeinsam als Team in Fallbesprechungen gehen, sich gegenseitig unterstützen. Es ist nicht unsere Aufgabe und wir haben auch nicht das Recht,
hier zu bewerten, zu richten oder zu erziehen, sondern wir müssen uns immer ganz klar unserer Rolle bewusst sein, wir sind Pflegende. Und mir fällt oft auf, dass manche in andere Rollen verfallen, bis hin zur Co-Abhängigkeit. Oder dass man wirklich in das Muster verfällt, dem Bewohner seine Themen abzunehmen oder für ihn lösen zu wollen. Das wird uns niemals gelingen und das kostet uns nur unsere eigene Energie. Du hast ja angesprochen, wenn psychisch kranke Menschen, ist natürlich auch ein breites Feld, ihre Medikamente nicht nehmen, dann, obwohl du weißt, hast du gesagt, dass es ihnen besser ginge. Hier möchte ich sagen, geht es demjenigen wirklich immer besser? Oder ist es nicht oft so, dass es dann uns besser geht, weil dieser Bewohner oder Patient durch die Einnahmen zum Beispiel von starken Psychopharmaka handzahmer wird, leichter zu handeln, leichter führbar, ein beliebtes Psychiatriewort, und wir uns nicht so sehr mit dem Menschen auseinandersetzen müssen und natürlich vielleicht auch es in seiner Handlungsfähigkeit einschränkt oder auch in seiner Aggression natürlich. Und nur weil wir das so empfinden, was auch passt und was uns auch zusteht und was ich absolut nachvollziehen kann, weil auch wir wollen nicht jeden Tag die komplette Herausforderung haben, heißt es ja nicht, dass sich dieser Patient oder Bewohner deswegen besser fühlt oder die gleiche Sichtweise hat. Und auch hier ist es jeden Tag wieder unabdingbar, in der Achtsamkeit zu bleiben und sich jeden Tag wieder seiner Haltung bewusst zu werden, weil wenn es jeden Tag immer nur mehr anstrengend ist, wenn der Alkoholiker ständig aggressiv ist, der psychisch Kranke agitiert oder psychotisch ist und wir jeden Tag immer wieder diese Erlebnisse haben und uns damit auseinandersetzen müssen, kostet uns das ja auch sehr viel Kraft. Und es ist so ein breites Thema, deswegen, ich gebe nur ein paar Impulse. Ich glaube, man könnte auf alle deine drei Fragen noch einmal sehr intensiv eingehen. Mir ist einfach wichtig, dir diesmal mitzuteilen, es gibt nicht nur unsere Sicht, es gibt immer auch die Sicht des Gegenübers. Und so ist es bei dieser generellen Frage Selbstbestimmung versus Fürsorge jedes Mal wieder eine große Herausforderung und ein neues Einstellen auf diesen Menschen. Und wie immer kann ich nur empfehlen, das gemeinsam im Team zu besprechen, zu klären, zu lösen. Wenn sehr schwierige Verhaltensweisen oder sehr herausfordernde Verhaltensweisen sich dadurch ergeben beim Bewohner oder dem Patienten, dann ist es eine Hilfe, wenn wir als Team gemeinsam agieren. Wenn wir uns gemeinsame Strategien überlegen, wie treten wir diesem Bewohner gegenüber und wirklich alle in dieser gemeinsamen Haltung und Handlungsweise bleiben, weil es dazu führt, dass ich erstens es nicht allein auf meine Schultern nehme, mit diesem Bewohner umzugehen und zweitens, was bei diesen Bewohnern, Patienten, Menschen oft im Hintergrund ist, dass sie selber keine Grenzen spüren. Und wer keine Grenzen spüren, dehnt seine Grenzen so weit aus, bis er von außen eine Grenze gesetzt bekommt. Und diese Grenze müssen wir als Team gemeinsam mit einer wertschätzenden Haltung dem Bewohner, der Bewohnerin setzen. Auch wenn es dann bedeutet, dass in einer Einzelsituation diese Grenzsetzung vielleicht gar nicht nachvollziehbar ist oder einem übertrieben scheint, so wirkt sich das in Summe positiv aus. Und diese Menschen haben oft in ihrer Kindheit selber erlebt, dass ihre Grenzen überschritten worden seien, dass man sie nicht beachtet hat. Das heißt, sie haben kein gesundes Gefühl dafür bekommen und haben dann als Erwachsene auch nicht gelernt, sich selber zu begrenzen oder wo gesunde Grenzen sind.
Und so ist es letztendlich, auch wenn es manchmal hart erscheint, diese Menschen dienlich, wenn wir diese Rolle als Team gemeinsam übernehmen. Weil Grenzen letztendlich auch Sicherheit bedeuten können. Und Selbstbestimmung gilt ja nicht nur für unsere Bewohner, sondern soll auch für uns gelten. Trotzdem ist der Bewohner alleine sozusagen jetzt in diesem Kontext und wir stehen ihm als Team gegenüber. Das heißt, auch wenn wir gemeinsame Handlungsschritte, Handlungsweisen vereinbaren in einer möglichst fairen, offenen Fallbesprechung, wo auch jeder zu Wort kommt, da gibt es auch eigene Methoden, so wird nicht jeder Einzelne im Team die gleiche Sichtweise haben. Aber es darf sich jeder an der Entscheidungsfindung beteiligen, sodass wir am Schluss dann einen gemeinsamen Konsens finden. Und das heißt dann aber manchmal auch, wenn die Mehrheit eine Sichtweise hat und zwei oder drei haben ein bisschen andere, dass diese sich dieser Sichtweise unbedingt unterordnen müssen und dann gemeinsam mit dem Team diesen Weg gehen. Weil sollte dieses nicht funktionieren, kann man das Ganze ja nach ein paar Monaten, ein paar Wochen, einem halben Jahr, je nach Situation, wieder neu besprechen und eruieren. Was hat geholfen, was hat nichts gebracht. Und noch ganz ein wichtiger Punkt ist, dass wir oft eine Besprechung machen, eine Supervision und dann muss gleich alles anders sein und dann ist vielleicht nach ein, zwei Wochen immer noch alles beim Alten und dann ist es oft so, dass einige schon sagen, nein, das bringt eh nichts, das mache ich nicht mehr. Und das ist leider ein Knackpunkt, wo ich in der Praxis oft feststelle, dass dann viel zu früh aufgegeben wird, weil das sind alles Prozesse. Und wenn ein Bewohner jahrelang etwas anders gemacht hat oder auch wir, dann geht es nicht von heute auf morgen, dass sich was ändert, sondern wir müssen uns da wirklich auch einen Zeitrahmen vereinbaren. Wie lange machen wir das, bevor wir evaluieren? Ganz wichtig, habe ich selber jetzt dazugelernt, weil ich einfach merke, dass manche sonst zu früh aufgeben und dann macht nur ein Teil vom Team das Vereinbarte weiterhin so und dann wird es nicht funktionieren. Liebe Jasmin, ich hoffe, ich habe dir einige Impulse geben dürfen zu deiner Frage und wünsche dir sehr, dass es dir auch weiterhilft in deinen weiteren Handlungsweisen, in deiner Arbeit mit deinen Bewohnern. Und an euch alle, ich danke euch ebenfalls fürs Zuhören und ich freue mich wie immer auf weitere Fragen und auf weitere Videos mit euch und ich wünsche euch alles Liebe, auf bald, eure Mel.